Willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Evil Within 2. Wir haben uns in der letzten Folge mit ein paar merkwürdigen Kreaturen angelegt und eine neue Waffe haben wir auch bekommen. Und jetzt gehen wir zu diesem Punkt, wo wir eigentlich in der vorhergehenden Folge schon hin wollten. Aber vorher hatten wir uns noch eine Statue mitgenommen und diesen Zug hier untersucht. Und jetzt gehen wir aber mal dahin, wo uns das hier hinführt, das auch immer. Also muss hier irgendwo noch was in der Nähe sein. Okay, ich guck einfach mal, wo wir klettern noch mal hier hoch. Und gucken noch mal alles genauer ab. Gut, dass mir schon wieder was hier hinzeigt. Ich habe keine Ahnung, wo mir das schon wieder hinzeigt. Wir gucken noch mal auf dem Dings. Okay, wir sind ja fast in der Nähe. Okay. Also können wir erstmal hier rausgehen, würde ich sagen. Und dann. Die alte hat man schon abgeknallt hier. Und hier kam auch schon die trällernde junge Lady hier, die uns verfolgt hat. Muss ich aber gucken. Ach, hier in der Garage ist sie bestimmt drin, ne? Ja, Kumpel? Du stehst ja bestimmt wieder auf. Ja? Das war mir auch schlau, dass sie sich hier. Ah, hier gehen wir mal rein, oder? Ah, okay. Nehme ich mir was mit. Mal gucken wir mal, ob wir was mitnehmen können. Oh, ich glaube. Warte, zieh nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, man kommt schon. Ich verstehe nicht. Warte, zieh nicht mit dem Ding auf mich. Okay. Auf irgendwas sollen wir nicht mit dem Zielen hier. Aber was mag das wohl sein? Haben wir hier schon. Ne, hier kommen wir gar nicht, ne? Ist klar. Aber ich glaube, ich dachte, wir waren schon mal hier gewesen. Weil hier waren wir, glaube ich, nämlich schon. Das müsste hier irgendwo. Was soll denn das denn hier sein, bitteschön? Das haben wir hier schon. Das haben wir aber schon mal gemacht, oder? Weil, das kann ja eigentlich nicht sein, dass wir was übersehen haben.
auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Ich verstehe nicht. Ich weiß ohne was jetzt hier kommt. Nicht mit dem Ding auf mich. Wir sind beste Freunde, Mann, komm schon. Okay. Das ist das, was wir jetzt gesucht hatten. Und was immer jetzt eigentlich. Eigentlich waren wir ja hier. Hier waren wir ja eigentlich theoretischerweise schon, dachte ich mir. Ist cool, dass die Dings hier wenigstens nicht weggeht. Vielleicht ist nämlich hier was dahinter. Wo wir hier was vielleicht übersehen haben. Mädchen, okay. Komm mal hier. Ach. Nochmal dagegen. Okay. Wow, da kommen ja viele raus, Mensch. Ah, jetzt ist gut. Ne, jetzt kommt nicht mehr. Ich wollte gerade so und jetzt kommt auch nicht mehr raus, ja. Suchen wir noch hier in die Tonne und dann gucken wir mal, wo wir denn seine Tochter finden. Wo wir die Tochter finden können. Da mache ich jetzt mal so einen Punkt hin. Aber was ist mit das Ding hier? Ja, jetzt sollten wir bloß noch den Ursprung von dem Mädel aufspüren. Und dann, das machen wir jetzt erstmal. Ich habe gerade eben die falsche Taste gedreht. So, und dann gehen wir jetzt mal hin. So, nehmen wir das mit noch. Ja, hier, das hatte ich ja auch schon gemacht, glaube ich. Genau. Ich muss alles immer mitnehmen, liebe Freunde. Okay, ist hier oben noch irgendwas? Och ne, hier war ja bloß so eine Kackflasche. Was haben wir hier? Oh, was liegt denn so rum? Hä?
Hier drinne waren wir auch schon. Und hier drinne haben wir auch schon mal geguckt, glaube ich, ne? Oder auch, ne? Ach ja, da haben wir gleich mal eine Werkstatt, da können wir doch gleich mal was herstellen. Machen wir gleich mal drei draus. Dann machen wir zwei. Hier machen wir drei. So, mal sehen, ob wir noch Waffendinger herstellen können. Mal die Feuerrate erhöhen können. Ja, nice. Also, Magazin haben wir. Ja, Errungenschaft sogar freigeschaltet. Schlagkräftige Argumente. So, jetzt gucken wir mal, ob wir bei unserem oder brauchen wir ob wir eine Feuerrate hier verbessern können. Okay. Können wir hier noch was machen? Wir haben 140 Teile. Hier noch unten was? Nee. Jetzt haben wir soweit wieder alles aufgeladen und hergestellt. Oh, hier haben wir noch. Haben wir noch eine Metallrohr und eine Sicherung noch mitgenommen. Jetzt müssen wir uns aber langsam. Was ist denn hier? Wir haben hier noch ein paar Kisten liegen lassen. Na sag mal, wo kommen denn die ganzen Kisten her hier? Naja. Wir wollen ja auch bald in der Hauptmission weitermachen hier. Geil, wir können hier auch ein Dach umgrauen. Gibt es denn hier was Spannendes drin? Wie gesagt, nehme ich immer alles so gut mit, wie ich kann. Soll die sein? Ich nehme lieber die mit der Laseroptik. Geil. Laser-Optik finde ich. Finde ich immer hammergeil. Oh, warte mal. Wir haben hier. Ich habe mal eine Idee. Komm mal, schmeißen wir mal, ja.
Komm, steh auf. Bolzen. Na komm. Yeah, Schocktherapie. Kommt noch jemand? Au, na komm. Aber nicht leid. Tschüss! Was willst du denn? Du hast aber ganz schön daneben, du Kumpel. Oh, noch jemand? Wer hat noch nicht? Hihi. Aber ja, ich habe mir mal einen Schuss gegeben. Haben wir jetzt ich wollte noch gerne meinen Bolzen wieder haben. Möbel ist jetzt abgesperrt, okay. Ich untersuche den mal. Eine Schrotflintenmunition ist das eine, ist klar. Ich kann die aber trotzdem mitnehmen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, die kann. Wieso kann ich die jetzt auf jeden Fall nicht mitnehmen? So eine Lumperei. Deine Dings hier verloren oder was? Ich jetzt nicht, wieso? Nimm die doch mal mit. Oh, Sebastian, was machst denn du? Dann machen wir es halt mal so, wenn du nicht rankommst. Ja, in der Richtung ist sie. Die werden nämlich schon wieder aufgestanden. Oh. So. Nicht mal du, Hayes. Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Sorry, Kumpel, aber nimm mit mir. Hast du gedacht, ich falle drauf rein, hä? Haha, nö, mit mir, ne? Nicht mal du, Hayes! Such dir einen anderen Unterschlupf! Okay, Türen verriegelt, Fenster gesichert, Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, Hayes! Such dir einen anderen Unterschlupf! Hier ist alles dicht! Kapiert? Scheiße, das ist so krank. Dafür hab ich. Das war schon geil, geil gemacht, muss ich sagen. Ach du, oh ne, kennt ihr das Gelache? Kommt mir bekannt vor. Oh, wir haben jetzt einen Unterschlupf. Ja, liebe Freunde, wir trinken jetzt erstmal noch eine Runde Kaffee. Das tut gut, hä?
Da tut gut, no. Und wir haben einen neuen Unterschlupf gefunden. Ich mach das aber erstmal auf hier. Bericht Nummer 00122. Also Bericht Nummer 122 Rekruten. Betreff Anwerbung und Mu Center. Die Anzahl der Bewerber über die Mu Center hat die der medizinischen Tests überstiegen. Die Registrierung der Mu Center als von der steuerbefreite religiöse Einrichtung hat den Umsatz gesteigert, denn wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace, Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbar und stabiler sind als bisherige Steam-Kandidaten. Was ist denn jetzt? Bei dem Lesen komme ich immer. Oh, nee, Mundfasching kriegst du immer. Sorry, aber. Macht nichts. Passiert jeden. Mu-Center-Rekruten sind darüber hinaus bereits familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Möbius Operatives mindert, die bei Vollzugsbehörde arbeiten. Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein. Ich empfehle daher, die Anwendung über Mu-Center zu Möbius Standardprozedur zu machen. Um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Okay. Wow. Ja, nice. Ich würde sagen, wir gehen ja fix hier durch den Spiegel. Zu der lieben Tatjana. Ja, Mietz, ich kann jetzt gerade nicht. Aber wir haben noch, glaube ich, noch ein Tier gekriegt, so wie ich weiß. Das können wir uns ja nochmal angucken. Wir sollten uns so nicht mehr treffen, Detektiv. Bist du dir sicher? Gut. So, Gesundheit. Das machen wir natürlich gleich mal hoch, ja. Das habe ich mir einfach mal erlaubt. Ja, gibt's denn hier noch? Achttausend, okay. Haben wir noch was im Kampf? Nehmen Athletik. Haben wir noch was Athletik mitnehmen? Ja, das haben wir doch schon. Das hier unten vielleicht? Nee. Und die List? Das kann man noch mitnehmen. Meine Schritte verursachen weniger Geräusche. Na, da bin ich ja. Das nehme ich doch liebend gerne mit. Schließ mal. Oh. PG-Munition. Tschüss, Tatjana. Ich bin schon fertig. So. So würde ich sagen, dann speichern wir eben mal hier eine Runde ab. Wir haben hier gespeichert. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.